Einen wunderschönen guten Abend. Hallo an alle Zuhörer. Ich werde gleich erzählen, was los war, warum wir heute etwas später starten. Aber vorher möchte ich mich herzlich bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute mit live dabei seid. Ich bin gespannt, was der Tag heute bringt. Einige Sachen sind vorbereitet, manche Sachen müssen recht spontan heute fungieren, weil, wie ihr gesehen oder erfahren habt, mitbekommen habt, dass ich heute gerade erst nach Hause gekommen bin. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich danke euch, dass ihr die Stunde ausgeharrt habt. Ich habe heute eine Stunde später oder eineinviertel Stunden später angefangen. Ich werde auch gleich mal in den Chat gehen und auf Fragen im Chat antworten, falls es irgendwas gibt. Ich werde heute über einige Themen sprechen, und zwar zum einen, was war die ganze Woche bei GC los? Unser rasender Außenreporter Andi, was hat er so erlebt? Was gab es alles Neues? Was für Erkenntnisse bibeltechnisch? Gespräche mit Gläubigen? Was war? Dann werden wir darüber sprechen, über das Thema, warum heute der Stream erst eine Stunde später begonnen hat. Denn wir waren auf einem Vortrag, der war sehr spannend, interessant und hat sehr viel neue Ideen gebracht in manchen Richtungen. Ja, wir sind jetzt auf dem Heimweg gewesen, haben vergessen, den Stream noch anzukündigen, dass es eine Stunde später angeht. Zum Glück hatten wir ein Handy dabei, was uns erinnert hat. Und ich fahre so gerade auf dem Weg nach Hause und plötzlich kommt die Meldung, Forrest ist jetzt live. Und ich so, was? Ich bin noch gar nicht dabei, ohne mich? Das geht doch gar nicht. War recht lustig, habe ich so selber noch nie erlebt. Ja, war interessant. Aber bevor ich richtig loslege und wir zu manchen Themen kommen, ich habe auch eine Sache aus der Bibel dabei, die ich euch über die ich mit euch sprechen möchte. Über die werden wir sprechen. Wir werden heute wieder eine Folge News haben, um die volle Stunde, das heißt um 22 Uhr. Aber falls ihr mitmachen wollt, falls ihr Liederwünsche habt, falls ihr aktiv an diesem Stream mit teilhaben wollt, dann könnt ihr gerne die Kontaktmöglichkeiten nutzen, die gerade eingeblendet sind. Ich bin der Forrest, euer Moderator, und ihr könnt mir schreiben hier im Studio, entweder unter der E-Mail generation.christ@gmx.de, was allerdings während der Live-Sendung immer recht schlecht ist, wegen den ganzen Fenstern, die schon offen sind. Am besten ist Skype, Generation Christ, einfach in Skype suchen. Und die allerbeste Version ist WhatsApp, und zwar unter der Nummer 0159 070 484 80, die Nummer, die ihr euch abspeichern solltet. Wenn es irgendwas gibt, einfach auf die Nummer schreiben, kontaktieren. Wenn die Möglichkeit da ist, dann wird geantwortet. Falls ihr in die Radiosendung live mit eingreifen wollt, Sprachnachricht schenken, senden, einen Segenswunsch raussprechen oder Leute grüßen oder Tipps geben oder die Internetgemeinde, die Gemeinschaft mit Christen im Internet bestärken mit guten Aussagen, mit Zeugnissen und so weiter, könnt ihr alles bei Sprachnachricht schicken, und das wird dann live in der Sendung abgespielt. Gut, so viel dazu. Jetzt fällt mir gerade ein, während wir reden, ach, es gibt noch ein Thema, was wir heute besprechen werden, und zwar haben es vielleicht einige mitbekommen. Ich wurde auch von einigen angesprochen. Am Montag war ein Livestream bei unserem Bruder Nature 23, und am Ende des Livestreams, so die letzte halbe Stunde, war, ja, wie soll man das sagen, eine kurze Infostunde. Also ich habe da mit einem sogenannten Conny ein Gespräch gehabt, oder eher mit mir. Es war, man hätte es sagen können, aufreibend, aber ganz und gar nicht. Es war interessant, was Gott aus der Sache gemacht hat. Ich möchte euch davon berichten, was aus diesem Stream, es war nur eine halbe Stunde, man könnte sagen, es war Beef, man könnte sagen, es war Willitten lesen oder einfach eine Meinung sagen, wie es einem auf den Lippen liegt, ungefiltert und ungeschönt, sondern einfach knallhart raus. Man könnte auch sagen, es war Provokation oder es war was in Liebe gesagt. Wie man es nimmt, man kann es wirklich in verschiedenen Facetten auffassen. Und ich möchte euch später einen kleinen Bericht geben, was aus diesem Stream, aus der letzten halben Stunde geworden ist und was Gott daraus gemacht hat. Gut, so viel dazu. Jetzt möchte ich erstmal zwei, drei Lieder spielen, um auf den Chat einzugehen. Ihr könnt jetzt gerne Liederwünsche mit reinschreiben, die ich versuche natürlich zu erfüllen. Auch Fragen zu beantworten, die ihr habt, oder wenn ihr wissen wollt, was los war, dann werde ich immer zwischen den Liedern Fragen beantworten, denn es wird heute recht eng. Ich habe so viele Themen und wir sind jetzt eineinhalb Stunden später dran. Ja, deswegen fangen wir einfach mal an mit dem ersten Lied, und zwar Diamonds.
As your glory shines
Jetzt die versprochenen Informationen, damit ihr auf dem Laufenden seid. Ich schaue gerade, ob die Musik nicht zu laut ist. Ich habe gemerkt, dass manchmal die Musik im Hintergrund zu laut war und dann hört man mich nicht richtig reden. Ich werde einfach wegen lauter und deutlicher reden und die Musik kann im Hintergrund dann schön den Raum füllen und ich werde es mir dann in Ruhe mal anhören. Man will sich ja verbessern, man will ja die Leistung und Qualität auch steigern des ganzen Streams. Und wir sind auch immer dabei und schauen, dass wir die Qualität steigern. Gut, jetzt zum Chat. Ich gehe mal auf den Chat ein. Liederwünsche habe ich jetzt noch keine rausfinden können. Die Frage war im Raum gestanden, warum der Stream heute nicht um 20 Uhr, sondern um 21 Uhr losgeht. Und es hat was zu tun mit diesem Bild, was ihr gerade seht. Die Wunde der Bibel, das Reden und die Kraft Gottes. All das ist heute noch genauso verfügbar und real wie damals. Uns fehlt oft nur der Mut, Neues auszuprobieren. Wir werden über dieses Thema, ich habe so viele Themen mittlerweile, über die wir sprechen müssen, denn es geht zum Beispiel hier um den Heiligen Geist, das Thema Heiliger Geist, aber auch die Musik, was ja momentan, wo wir mehrere Streams machen werden, mittlerweile sind wir schon bei 3 weiteren Streams, die wir machen müssen, weil das Thema einfach so groß ist und so umfangreich. Ja, und das Bild hat mich einfach sehr berührt. Man sieht oben den Kreislauf, so das typische Zahnrad oder Kreislauf oder Hamsterrad, wo man immer sagt, was so negativ behaftet ist. Das Leben läuft und irgendwie läuft man mit. Und ja, und hier sieht man den Pfeil, der rausgeht. Mit Jesus kann man diesen Teufelskreislauf oder Hamsterrad kann man ausbrechen und kann Veränderungen reinbringen, kann es neue Wege einschlagen.
fand ich sehr interessant. Und ihr seht ganz unten einen Mann, und zwar den Dr. Ingenieur Paul Nogosek. Paul Nogosek. Und warum ich das Bild reinbringe, ist der Grund, wir waren eben heute auf einem, ja, wie sagt man, Dokumentation, es war eine Einladung, ein Bericht. Dieser Mann ist gerade bei uns in der Nähe und macht von Mittwoch bis Samstag jeden Tag ein Thema. Und heute war ein sehr interessantes Thema, und zwar, was wäre, wenn Jesus oder Mohammed dein Leben bestimmen würde? Orientierung, wenn Kreuz und Halbmond aufeinandertreffen. Sehr interessant, oder? Die drei Fragen, die gestellt wurden, sind, gehört der Islam zu Deutschland oder nicht? Glauben doch alle an den gleichen Gott? Die Aussagen, was manche ja mittlerweile bringen. Und warum erleben wir die größte Christenverfolgung der Menschengeschichte in diesen Momenten? Sehr interessante Fragen, auf einiges wissen darauf eingegangen oder im Gespräch wurde darauf eingegangen. Jetzt war das Problem, wir wollten eher hin, um ganz hinten einen Platz zu bekommen, damit wir eher gehen können, damit der Stream pünktlich um 21 Uhr losgehen kann. Ja, allerdings hatten wir vergessen, oder habe ich vergessen, den Stream anzukündigen, dass er eine Stunde später anfängt. Also mussten wir mit dem Handy, deswegen heißt er jetzt auch nur Radio GC, mussten wir den Stream, die Information rausgeben, kamen dadurch bisschen zu spät zu dem Vortrag und mussten uns dahin setzen, wo Platz war. Und das war natürlich mittendrin auf irgendwelchen Pausenstühlen oder so, separate Stühle, die hingestellt worden sind. Und deswegen konnten wir nicht einfach mittendrin rausgehen. Wir haben einen guten Zeitpunkt versucht abzupassen, um die Kirche zu verlassen, in der der Vortrag war. Aber es war natürlich während eines Liedes und alle, die hinter uns saßen, haben uns schon angeschaut. Die kommen als Letztes und gehen als Erstes. Ja, aber was man nicht alles macht, die wissen ja nicht, dass hier der Stream gewartet hat. Deswegen bitte ich nochmal um Entschuldigung, aber es war nicht mutwillig oder irgendwie einfach so, sondern es hatte seinen Grund. Es war eine sehr gute Schulung. Ich werde da heute nicht weiter drüber sprechen, da ich denke, dieses Thema wird ein separater Stream werden über Islam, Mohammed. Wir haben ja am Mittwoch war das Gespräch zwischen Elia Nadan und einem Moslem. Die Namen habe ich jetzt nicht da, ich wollte es eigentlich vorbereiten, habe aber das zeitlich nicht geschafft. Deswegen, ich weiß nur, Mittwoch war die Sendung. Vielleicht weiß jemand von euch, wie das ausgegangen ist. Ich werde mich da nochmal näher informieren, was es auf sich hat. Wir kennen Machet, der sich ja in diesem Bereich ziemlich gut auskennt, wenn es um Islam geht und so weiter. Und wir haben mittlerweile immer mehr Kontakt mit Islamgläubigen. Durch die Flüchtlinge, die in Deutschland angekommen sind, aber auch schon vorher. Und wie wir dann in den News hören werden, wird es immer größere Berührungen geben. Also ist diese Frage sehr interessant, aber auch wichtig. Es gab heute sehr gute Ansatzpunkte, die werde ich definitiv nochmal aufgreifen. Wir werden in einem Stream über dieses Thema nochmal sprechen. Eventuell werde ich die ein oder anderen Geschwister dazu einladen, die mich da unterstützen können. Denn es betrifft uns mittlerweile alle. Und wenn es uns nicht betrifft, dann unsere Kinder. Denn die Zukunft wird davon geprägt werden, was wir jetzt mit diesem ganzen Thema machen. Okay, so viel dazu. Das Bild habe ich euch gezeigt, das fand ich sehr gut. Morgen ist auch ein interessantes Thema, da werde ich hingehen. Und zwar, was wäre, wenn du in der Kirche wieder Gott finden könntest? In der Kirche, wir reden von der Kirche, von der Religion. Was ist, wenn du da Gott wieder finden könntest? Das ist eine interessante Frage, weil da müssen wir davon ausgehen, dass momentan nicht mehr zu finden ist. Also sehr systemkritisch, kirchenkritisch. Es ist ein, ich werde morgen vielleicht bei Nature noch mal mehr dazu sagen, über den Pastor, denn Nature könnte ihn vielleicht kennen, denn er kommt aus Berlin, hat auch einige Sachen aus Berlin berichtet und arbeitet bei der DAFL oder bei Obdachlosen, hilft beim Essenausgabe für Obdachlose und so weiter. Vielleicht kennt die Nature, ich werde ihn mal darauf ansprechen. Und es sind interessante Fragen, systemkritisch, mutig, in der Kirche darüber zu reden, was wäre, wenn wir Gott wieder in der Kirche finden könnten. Also finde ich schon extrem interessant. Und die Kernaussage ist, Orientierung, wenn die Welt die Kirche schluckt. Und da bin ich gespannt, was da gesagt wird. Mal schauen, vielleicht bin ich am Freitag bei Nature mit dem Hangout und werde kurz berichten, wenn es euch interessiert. Aber das lassen wir auf uns zukommen. So. Jetzt gehe ich auf den nächsten Chat-Ding ein. Kribbelig, war der Forest kribbelig und warum? Ja, ich war kribbelig. Aufs Auto aufpassen auf der Fahrt. Es war Dämmerung. Dämmerung ist immer gefährlich mit Wild. Trotzdem habe ich
am Handy gesehen, Forrest ist online und ich wusste ganz genau, das kann gar nicht sein, denn ich weiß, wo der Forrest gerade war, der war nämlich bei mir im Auto. Und es hat alles schon ein bisschen, ja, es war schon eine kribbelige Situation, war aber schön. Ja, ansonsten sehe ich hier nichts weiter. Es gibt weiter keinen Grund, warum es heute nicht um 20 Uhr stattgefunden hat. Es kann halt eben passieren, dass einige Termine davor kommen, weil eben um 19 Uhr, 19.30 Uhr oftmals viele andere Sachen beginnen. Und ihr wisst, dass ich im Real Life sehr aktiv bin und auch das möchte, den Kontakt mit anderen Christen und so weiter. Denn das Internet ist für mich eine Notlösung, sollte auch für euch eine Notlösung sein, weil ihr gerade nicht anders könnt oder weil die Möglichkeiten nicht anders da sind. Oder eine Ergänzung. Ist auch super als Ergänzung, wenn man zu Hause ist. Es sollte aber nie die Kernquelle sein, meiner Meinung nach. Und deswegen kann es natürlich immer zu Überschneidungen kommen. Ja, es wurde hier gesagt, ich soll die Zeit hinten dranhängen. Das werde ich auf jeden Fall tun. Ihr bekommt heute eure 2 Stunden Radio GZ, so wie wir es immer machen. Das heißt, wir machen heute die 2 Stunden durch. Vielleicht hauen wir sogar noch 5 Minuten ran. Schauen wir mal, wie wir es machen. Okay? Als Dankeschön, dass ihr so lange mit gewartet habt. Okay, was haben wir hier noch? Ja, live ist natürlich immer schön. Da kann man sich gut austauschen. Ich kann auch darauf eingehen, weil hier einer schreibt, ihr seid live dabei. Aber heute, Luke, geht es länger. Das heißt, auch du wirst heute live mit dabei sein, da wir heute definitiv bis 23.30 Uhr oder 23.20 Uhr auf jeden Fall machen werden. Okay, haben wir hier noch was? Soll ich so einfach reden und lesen? Manche können das sehr gut. Ich muss, meine Gehirnzellen sind da leicht, sehr schnell überfordert. Ich kann sich nur noch etwas konzentrieren. Ja, danke für die Zusage, dass der Kanal gut ist. Danke, Forrest, für deinen Kanal, schreibt dir jemand. Wir werden darauf gleich darauf kommen, denn das hat ja auch was damit zu tun mit dem Stream von Nature 23 vom Montag, von dem letzten Gespräch. Und da werde ich aber dann später nochmal drauf zukommen. Ich würde jetzt erstmal noch ein Lied spielen für euch. Allerdings, weil ich muss ja noch einiges sortieren, die ganzen Fenster. Deswegen überlege ich gerade, wie ich es mache. Ich habe hier ein schönes Lied. Hört euch mal das hier an. Funktify! Come on! About to do it like this, about to do it like this, y'all. When I sit back and imagine life without you, I can't fathom how I ever thought I'd make it on my own. And there's at least a million reasons I'm still standing here believing. You're my comfort, you're my healing. This I know, this I know. You can't see the wind, but it moves the leaves from the bottom to the top of the tallest trees. You are everything that I ever need, and they can't take that from me. Hey. Oh. Up.
That's how I know. Dann würde ich wieder einsteigen in das nächste Thema. Und zwar habe ich gesehen, dass ihr im Chat ein Thema aufgegriffen habt. Da würde ich euch gern ergänzen. Ihr seid ja schon kräftig am Diskutieren. Und zwar ist die Frage, wenn ich etwas, ich fasse es jetzt ein bisschen um, oder ich nenne es ein bisschen um, wenn ich etwas erschaffen habe oder was gemacht habe, wenn ich etwas gebaut habe oder so, und bin stolz drauf auf das, was ich da geschaffen habe, ist es, darf ich das sein oder ist es schon böse, ist es Sünde? Oder wie geht man mit dem Stolz um, wenn man auf was stolz ist? Und ich würde das gerne mal aufgreifen, denn das ist ein ganz interessantes Thema. Das hatte ich in der letzten Zeit öfter mit Geschwistern, die mich das gefragt haben. Also diese Frage scheint wirklich momentan in mehreren Köpfen zu schwirren. Und ich sage jetzt meine Meinung. Okay, das ist meine Meinung aus der 250 Jahre Lebenserfahrung, die ich nicht habe. Und aus dem Wissen der Bibel, was ich rausgesaugt habe, aber lange noch nicht fertig bin. Das heißt, es ist nicht das Ende aller Tage oder die allwissende Aussage. Es ist meine momentane Meinung. Okay? Und zwar ist es zum Beispiel ganz oft, wenn ich mich bei jemandem bedanke, jetzt über einen Kanal zum Beispiel, ist es so, der Kanal ist von Christen für Christen. Das heißt, hier arbeiten Christen zusammen und es wird ein immer dickeres Team neben dem Ganzen, was man sonst noch im Leben zu tun hat. Jetzt, wenn jemand etwas macht, zum Beispiel dieses Bild hier, was ihr gerade seht, dieses Bild, wenn gemacht wird. Und es macht eine Schwester oder ein Bruder, dann sage ich Danke. Und dann höre ich ganz oft, dank dem Herrn zum Beispiel, oder alles für den Herrn. Oder das ist eigentlich eine interessante Aussage und eigentlich sehr christlich, sehr ja, demütig. Wenn man aber bei jedem Danke diese Aussage bekommt, dann fragt man sich irgendwann, ja Moment, dann kann ich ja gleich Gott danken dafür und dann vergisst man vielleicht irgendwann die Person zu bedanken. Und dann ist es interessant, wenn man sich bei der Person nicht mehr bedankt zum Beispiel, dann kommt irgendwann das Gefühl auf, der nimmt es für selbstverständlich oder er sieht nicht mehr die Arbeit, die drin steckt oder er weiß es nicht mehr zu wertschätzen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist sehr schwierig. Wir Menschen müssen zwei Sachen lernen. Wir müssen lernen, positiv weiterzugeben, nicht nur Kritik, sondern auch Lob auszusprechen, nicht nur entnehmen, sondern auch geben, nicht nur erwarten, sondern auch Danke sagen, aber wir müssen auch lernen, Lob anzunehmen. Wenn jemand zu mir sagt, Forrest, das hast du gut gemacht, sage ich Danke, das baut mich sehr auf, denn so ist es. Wenn es zu viel wird und ich merke, dieses Lob erhöht mich und ich merke plötzlich, oh, was bin ich für ein toller Kerl,
dann fange ich selber an zu überlegen, Moment. Danke, dass du mir das sagst, aber ich möchte den Herrn dafür danken, denn allein hätte ich es nicht geschafft. Dann kommt die Demut rein. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt, wenn ich selber was erschaffe, das ist genauso nämlich mit Stolz. Es gibt positiven Stolz und negativen Stolz. Es gibt den Stolz, dass ich was erschaffe und der Meinung bin, ohne mich wäre es nie so geworden. Und egal, was andere sagen, ich bin der Macher, ich bin der, der hier die Quelle dieser Schöpfung, dieser Schaffung ist. Das ist die Art von Stolz. Ich stelle mich über andere. Ich respektiere nicht was anderes, was außenrum ist. Oder ich stelle mich, ja, ich bin das Zentrum dieses Bauwerks, dieses Machwerks. Und alles Lob gebührt nur mir, denn die anderen sind es gar nicht wert, gelobt zu werden. Das ist ja zum Beispiel falscher Stolz. Jetzt sehr stark übertrieben, okay? Wenn ich jetzt aber was mache, ihr habt das Video mal gesehen, als ich diesen Tisch für GC gebaut habe. Warum? Ganz einfach, um Kosten zu sparen. Man hätte auch einen Tisch für 300, 400 Euro kaufen können. Das Geld war nicht da, die Spenden waren nicht da und die Möglichkeiten waren nicht da. Also habe ich mir überlegt, werden da einige Informationen haben. Auch ich habe sehr viele Informationen, die das Ganze, denke ich, interessant werden lassen, dieses Gespräch. Aber jetzt erstmal das nächste Lied und zwar Fear.
Ja, ich habe gerade die Information und die Diskussion mitbekommen. Ich bin noch nicht ganz fertig zum Thema Stolz. Ihr seid da richtig dabei. Ich finde es richtig schön, wie ihr euch austauscht. Vor allem, ihr greift euch nicht an, sondern ihr redet einfach über eure Meinungen. Und es ist interessant, hier sagt ein Bruder eben, Stolz gibt es in der Bibel nicht. Dem Stolz zugrunde legen, und ich suche die Stelle mal raus, das war nicht sehr gut. Hier, die Bibel kennt keinen gesunden Stolz, nur den Stolz, der vor dem Zugrundgehen kommt. Zugrunde gehen. Jetzt eine Frage, das ist wirklich eine provokante Frage, okay, in den Chat. Als Gott am siebten Tag seine Schöpfung ansah und sagte, sie ist gut, was ist das? War er stolz auf seine Schöpfung? Einfach mal so, ne? Einfach mal in den Raum reinschmeißen. Es gibt einige Stellen in der Bibel, es steht das Wort Stolz, stimmt, habe ich in der Bibel, gibt es einige Stellen, aber das ist immer negativ, da gebe ich euch recht oder euch im Chat recht, aber es gibt Situationen, da wo Gottesmänner sich ihr Werk betrachtet haben und haben sie gut befunden. Selbst Gott bei seiner Schöpfung am siebten Tag, und er betrachtete seine Schöpfung und es war gut. Was ist das dann? Wo ist dann der Unterschied zwischen Anerkennung und Stolz? Man könnte es jetzt detaillieren, das würde eine größere Geschichte werden, man könnte es ins Detail gehen. Sicherlich, wenn jemand was produziert und sagt, ich finde, dieser Tisch ist gut, dann finde ich es auch toll. Ich finde, also für mich ist es Haarspalterei, denn ich bin stolz drauf. So sage ich es einfach. Ich könnte auch sagen, ich gebe mir selbst Anerkennung dafür, dass ich so einen schönen Tisch gebaut habe. Ist für mich das Gleiche. Aber wenn es negative Auswirkungen hat, Anerkennung, zum Beispiel falsche Anerkennung, wenn jemand was macht, jemand macht Sünde und ich als Christ unterstütze ihn und sage so, hey, so schlimm ist das gar nicht, das ist keine Sünde, kannst du ruhig weitermachen. Das wäre auch falsche Anerkennung, wäre das gleiche wie falscher Stolz. Ist jetzt meine Meinung, okay? Also einfach mal, ich versuche auch gerade Gewähr zu denken, weil ich finde eure Diskussion sehr interessant. Leider habe ich jetzt keine Zeit mehr, ich muss jetzt die News vorbereiten.
News auf Radio GC. Sowas gibt es nur bei Radio GC, und zwar die News nicht pünktlich um 22 Uhr, sondern 5 Minuten später. Ich möchte euch zwei Informationen weitergeben, und zwar, was ist momentan aktuell, damit ihr auf dem Laufenden seid, was draußen in der Welt passiert. Erstmal was Erfreuliches, und zwar in Israel wird heute die Unabhängigkeit gefeiert. Heute ist der Unabhängigkeitstag. Israel ist mit dem heutigen Tag 70 Jahre unabhängig. 70 Jahre Israel. Was wird in dieser Zeit gemacht in Israel? Es gibt keine spezielle Feier, wo man sich dran richten muss, wie zum Beispiel am Passafest oder am Laubhüttenfest. Aber aus nächster Quelle habe ich erfahren, dass die Israeliten einen Nationalsport haben. Und zwar ist der Nationalsport Grillen. Das heißt nichts anderes wie: die ganzen Israelis sitzen auf der Straße oder im Balkon oder auf der Terrasse oder im Garten und grillen. Ganz Israel ist im Grillfieber. So schaut der Tag heute aus. Ich habe heute Kontakt nach Israel gehabt. Vielleicht wird es in Zukunft auch Live-Schaltungen geben. Momentan ist es noch nicht möglich, aus gewissen Gründen, die wir vielleicht ein andermal erzählen werden. Die Informationen, die Frage, und wie ist es so in Israel? Gibt es da was Neues zum Unabhängigkeitssagen? Es gibt ja einige, die gegen diese Unabhängigkeit plädieren und dagegen sind. Die Aussage war sehr interessant. Die Aussage war sogar sehr gut. Ja, Iran, dann, der hat mehrere Länder aufgezählt, ich will gar nicht alle aufzählen. Sie möchten uns vernichten, aber das ist eigentlich Alltag. Also alles, wie es ist, alles gut, alles passt. Fand ich sehr lustig, der mit dem Humor, mit dem Israelis oder Bewohner aus Israel mit dieser ganzen Sache umgehen. Ja, fand ich sehr, sehr interessant. Jetzt allerdings zu einem zweiten News, und die ist etwas unerfreulicher. Und zwar geht es um eine Schlägerei vor 2 Tagen in Berlin. Ich möchte euch diesen Bericht einmal vorlesen. Haftbefehl gegen mutmaßlichen antisemitischen Schläger. Gegen den antisemitischen Angreifer von Berlin ist Haftbefehl erlassen worden. Er hatte sich zuvor der Polizei gestellt. Nach einem antisemitischen Angriff auf einen Israeli in Berlin ist gegen den mutmaßlichen Täter Haftbefehl erlassen worden. Das teilte die Polizeisprecher mit. Der 19-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Er hat sich zur Sache nicht eingelassen, betonte der Sprecher. Der Beschuldigte hatte sich der Polizei gestellt. Die Kippa löste den Angriff aus. Der 21-jährige Israeli und ein Begleiter waren am Dienstagabend in Berlin, Stadtteil Prenzlauer Berg, unterwegs. Dabei trugen sie Kippas. Traditionelle jüdische Kopfbedeckungen. Auf der Straße wurden sie von 3 arabischen sprechenden Männern antisemitisch beschimpft. Einer der Männer schlug mit einem Gürtel auf den 21-Jährigen ein und versuchte, ihn mit einer Flasche zu schlagen.
In YouTube findet man dazu auch Videos, denn dieser Junge hat das Ganze gefilmt und ihn auch immer wieder darauf hingewiesen, dass er gefilmt wird. Ich möchte euch was zeigen, und zwar wie unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel darauf reagiert. Ich möchte kurz einen Einspieler machen. Ohne eine gute Baufinanzierung fehlt. Die Werbung brauchen wir nicht, die hat sich gerade dazwischen geschalten, die lassen wir kurz blind durchlaufen. Ich hoffe, die hört ihr jetzt nicht. Die Frau Merkel mit der Baufinanzierung, auch schön. Jetzt geht's weiter mit unserer Bundeskanzlerin, die Frau Merkel. Ansinnen des Staates. Dieser Kampf gegen solche antisemitischen Ausschreitungen muss gewonnen werden, und das muss das Ansinnen des Staates sein, und das werden wir auch mit aller Kraft tun. Wir haben Antisemitismus unter deutschen Staatsbürgern, leider, und wir haben Antisemitismus auch aus dem arabischsprachigen Raum. Die Bundesregierung wird alles tun. Wir haben jetzt einen Beauftragten für jüdisches Leben in Deutschland, weil wir sehr froh sind, dass es jüdisches Leben in Deutschland gibt, und für den Kampf gegen den Antisemitismus. Und hier muss mit aller Härte und Entschlossenheit auch vorgegangen werden. Und dies ist natürlich ein ganz schrecklicher Vorfall. Und deshalb werden wir hier auch reagieren. Es gibt eine Vielzahl von Aktivitäten. Zum Beispiel hat der Zentralrat der Juden jetzt auch Lehrmaterial zur Verfügung gestellt in den Schulen, damit auch die Lehrer aktiver und nachhaltig und dauerhaft dieses Thema besprechen können. Und die Bundesregierung wird alles, was möglich ist, hier auch unterstützen. So viel zu unserer Bundeskanzlerin Frau Merkel zu diesem Angriff. Von der Redaktion aus gab es einige Informationen, die ich euch nicht vorenthalten möchte, denn es hat sich einiges geändert an der Lage. Und zwar zunächst war die Basis, der auch die polizeilich bekannte Sachlage berichtet worden ist, dass der 21-Jährige ein israelischer Jude war. Mittlerweile hat der Mann, der 21-jährige Mann, klargestellt, dass er zwar Israeli ist, aber kein Jude sei. Er habe die Kippa anlässlich zweier jüdischer Gedenktage getragen, wie er es in seinem Bericht der Zeitung der Welt klarstellte. Fälschlicherweise wurde zuvor von mehreren Medien berichtet, dass er eben die Kopfbedeckung als Experiment trug, was nicht der Fall war. In einem auf Englisch geführten Interview mit der Deutschen Welle sprach er ursprünglich von Experience, also eine Erfahrung, und es wurde falsch ausgelegt. Der Begriff wurde falsch als Experiment, also Experiment, übersetzt. Weitere Hintergründe zu der Aktion sowie den mutmaßlichen Täter sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, weshalb die Authentizität der Videoaufnahmen noch nicht mit absoluter Sicherheit geklärt ist. Wir halten Sie auf den Laufenden. Werden wir sehen, was da noch draus kommt zu diesem Thema. Ich habe mich mit diesem Thema schon länger befasst, und zwar habe ich ein Gespräch mit einer Schwester gehabt, von der ich nicht wusste, dass sie israelische Abstammung war, und wir hatten persönlich eine Situation, mit der diese Schwester mich nicht überführt, aber doch mir aufgezeigt hat, wie die Situation eigentlich in Deutschland ist. Ich habe nicht wirklich mitbekommen, wie schlimm es ist in Deutschland mit den antisemitischen Angriffen und mit den Situationen gegen Juden. Habe auch nichts mitbekommen, wo ich herkomme, gibt es solche Übergriffe eigentlich eher nicht. Wobei, wir haben auch nicht sehr viele Juden hier. Also das heißt, man kriegt das gar nicht so mit wie in den Großstädten. Und es war interessant, als die Schwester mir das, so ihre Situation erzählt hat und ihr Gefühl zu dem Ganzen, habe ich mir überlegt, warum sie so krass reagiert auf bestimmte Situationen, und ich habe angefangen zu forschen. Und es ist echt erschreckend. Ich habe mit Christen gesprochen, ich habe mit Menschen gesprochen, die Juden überhaupt nicht leiden können, ob man sie jetzt Nazi nennen möchte oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ja. Und die Ausschreitungen zwischen Muslime und Juden waren schon immer da, aber sie werden mittlerweile in so einer Häufigkeit benannt. Man könnte sagen, es liegt an den Medien, weil alles aktueller wird und man kriegt alles mit. Oder vielleicht ist es auch einfach mehr geworden. Okay, nur so zur Info. Ja, zu dem Thema antisemitischer Angriff in Berlin, was kein Einzelfall ist, sondern mittlerweile schon fast Standard wird, leider.
vor 2 Wochen, glaube ich, war das Thema auch in Berlin in der Schule, wo ein jüdischer Mann seinen Sohn aus einer Schule rausgenommen hat, weil er geschlagen worden ist, nur weil er Jude war. Ich bitte euch einfach mal in YouTube oder im Internet, einfach mal Berlin Antisemitismus einzustellen oder einzuschreiben. Dann werdet ihr bei Arte zum Beispiel einen sehr guten Bericht bekommen von einem Deutschen, der aus provokant könnte man schon sagen. Er wollte einen Versuch machen, hat eine Kippa aufgesetzt und ist damit durch Berlin gelaufen. War aber auch an der Schule, wo das passiert ist. Es ist sehr mutig, aber was ihr da erlebt oder was ihr da seht, ist jetzt nicht gestellt, sondern waren Live-Aufnahmen. Schaut es euch einfach an, informiert euch, denn ich finde es wichtig, dass wir Deutschen wissen, um was es geht. Es geht gar nicht darum, dass wir über unsere Geschichte nachdenken und Zweiten Weltkrieg und Drittes Reich und der Holocaust. Wichtig, dass wir Bescheid wissen, um was es geht. Mittlerweile ist es halt so, dass viele das gar nicht mehr hören können, weil es überladen ist, das Ganze. Aber was wichtig ist, dass sowas nicht wieder passiert. Und zwar nie. Nicht nur gegen Juden, sondern generell gegen Menschen. Wenn es aber noch gegen Juden geht, dann ist es noch schlimmer, vor allem für uns Christen. Denn, wie Gott sagt, Israel ist sein auserwähltes Volk. Es ist wie sein Augapfel. Wer Israel segnet, wird gesegnet. Wer Israel flucht, wird verflucht. Jetzt habe ich mitbekommen, dass Neonazis gegen Juden sind. Ja, kann man sich denken. Die Geschichte kann man nachlesen im Internet, dass Muslime gegen Juden sind, nicht generell alle Muslime, aber doch immer wieder, wenn Probleme mit Juden auftauchen oder wenn Probleme da sind, wo Juden mit drin sind, ist oft das Zusammentreffen zwischen Muslime und Juden. Aber ich habe, und das macht mich sehr traurig, auch mitbekommen, dass unter Christen gegen Juden eine Disharmonie da ist. Und es ist jetzt meine Meinung, meine Auffassung, das liegt meiner Meinung nach daran, dass sehr viel Neid in den Köpfen ist. Es gibt mehrere Gründe. Mit dem Neid hat damals Hitler gespielt, indem er gesagt hat, die Juden, die rauben euch aus, die haben mehr Geld, die haben gute Geschäfte, obwohl die Grundlage daher nur lief, die durften nichts anderes arbeiten, außer Geldgeschäfte und haben einfach das in dem Segen, den Gott ihnen damals verheißen hat, aus den Geldgeschäften einfach ein Vermögen gemacht und Firmen gegründet, um es geschichtlich mal kurz zu beleuchten, ganz grob und knapp. Daher Neid, der Neid ist wieder da, es gibt wieder Neid, wo Christen auf die Juden neidisch gucken und dadurch diese antisemitische Haltung, zwar nicht offiziell oder aktiv, aber inoffiziell in den Herzen schlummern, ebenso wie die Situation, dass die Juden das auserwählte Volk sind und man einfach irgendwie es gar nicht versteht und es nicht verstehen will, wieso sucht Gott sich die Juden aus und wir sind nur Menschen zweiter Klasse, so wird es oft gesehen. Und deswegen hat man so einen Hass. Und die Begründung des Hasses ist dann, sie haben unseren Messias getötet. Das ist die Grundlage, mit der man diesen Hass begründet. Und das hat mich dann doch sehr erschreckt. Da bin ich der Schwester auch dankbar, als sie mich vor ungefähr einem Vierteljahr darauf angestoßen hat, dass ich recherchiert habe und auf diese Sachen gestoßen bin. Und wir sollten definitiv über dieses Thema reden. Wir werden einen Stream-Tür machen über dieses Thema, denn es ist wichtig, dieses Thema nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und es aktiv anzugehen. Bei einer Moderation oder bei einer Interview mit Personen, die mit diesem Thema zu tun haben, Flüchtlinge und Islam und Andersgläubigen, wurde eine Aussage gesagt, die möchte ich einfach mal zitieren, das ist einfach Zitat. Im Moment benutzen wir Pflaster, wo wir Binden bräuchten. Das heißt, sie sind vollkommen überfordert, die Situation gerät über die Ufer, denn es gibt zu wenig Personal, zu wenig Geschulte, aber auch zu wenig Unterstützung vom Staat. Und deswegen müssen wir Christen bei uns im Herzen anfangen, jeder für sich und gemeinsam fürs Volk Gottes auch aufstehen, denn sie sind hier in Unterzahl. Die ganze Welt hat schon immer die Juden verfolgt, egal wo, ob es Amerika ist oder England oder egal wo Juden waren, sie wurden verfolgt und trotzdem hat Gott sie immer wieder vermehrt und beschützt, dass es sie immer noch gibt. Sie sind nicht ausgerottet und jetzt werden sie zurückgeführt nach Israel. Ja, prüft euer Herzen, wenn ihr im Gespräch seid mit anderen Menschen, dann gibt es weiter diesen Input. Und ich würde euch raten, schaut euch mal auf Arte oder auf anderen Sendern diese Dokumentationen an über Antisemitismus und zwar den aktuellen, nicht den vor 5 oder 10 Jahren oder vor 20 Jahren oder vor 50 Jahren, sondern jetzt aktuell, den letzten 2, 3 Wochen, was passiert ist. Und macht euch schlau, denn es gab auch eine Situation, die ihr sicherlich finden werdet, wenn ihr recherchiert, als eine Frau angegriffen worden ist im Bus, weil sie einen Pullover anhatte mit einem Davidstern
wurde sie geschlagen und angegriffen. Und nachdem sie um Hilfe gerufen hat im Bus, hat ihr niemand geholfen. Kein Passant, auch der Busfahrer nicht. Sie wurde zusammengeschlagen und muss es erdulden lassen. Muss es über sich ergehen lassen. Deswegen macht euch Gedanken darüber, überlegt euch, wie würdet ihr reagieren in dieser Situation. Wir sollten nicht schweigen. Ich sage immer, unserem Glauben eine Stimme geben. Zu Hause vom Computer ist es einfach, draußen mit den Kontrahenten oder sogar mit den Machern Satans vielleicht, die uns Schwierigkeiten über den Weg schmeißen oder uns stolpern lassen möchten, uns am Boden liegen sehen möchten. Dann wird es interessant, unseren Glauben auszuleben. Ja, das waren die News. Heute mit etwas Verspätung, aber trotzdem wichtig. Und nach den News eine kurze Info. Ich habe eure Liederwünsche aufgenommen. Ich danke euch dafür. Die Liederwünsche werden jetzt in der nächsten Stunde gespielt. Nur vor dem Stream musste ich einige Sachen vorbereiten. Jetzt bin ich komplett da. Liederwünsche werden jetzt angenommen und werden umgesetzt. Aber vorher ein Lied, Forever God von Paul Wilbur. Deep when troubles pressed us to our knees, you remain through everything. The song we sing, you are good, you are good. Your love endures through everything. Our hearts are sure. You are good forever. Through every dark, uncertain day, the fears arise. We're not afraid. You never change through all eternity. It's who you are. It's why. Your love is great. Your love endures through everything. Our hearts are sure. You are good
So, ich bin jetzt im Chat nicht ganz durchgegangen. Ich habe einiges übersprungen. Wenn es was gab, was ich jetzt noch nicht habe, ich habe jetzt zwei Lieder zur Info. Hillsong, Even When It Hurts und von Anja Lehmann Mehr. Die zwei Lieder werde ich gleich spielen. Falls ich ein Lied übersehen habe oder falls was übersehen wurde, dann bitte schreibt das nochmal. Falls eine direkte Frage gibt. Ich merke, im Chat ist gerade etwas Unruhe, da geht es ja richtig ab. Ich finde es gut, der Austausch, der ist wichtig, solange es in Frieden und Liebe abgeht. Denn Diskussionen gab es schon immer. Die Apostel haben sich sogar mal so gestritten, wenn ich an Paulus und Barnabas denke, die konnten sich danach nicht mehr riechen und sind zwei getrennte Wege gegangen. Und Gott hat beide gesegnet und beide haben missioniert und haben Gemeinden gegründet. Deswegen, Streit ist auch biblisch, aber es muss in Liebe abgehen. Okay? Hier ist hoffentlich kein Streit, sondern eine Diskussion. Falls direkte Fragen sind an mich, dann schreibt bitte rein @forest und die Frage dazu, dann gehe ich direkt darauf ein, denn ihr habt sehr viel geschrieben und es ist zu viel, das alles durchzulesen und durchzugehen. Da hätte ich vielleicht die Chatbremse reinmachen sollen, aber das wollte ich nicht, ihr sollt euch ja austauschen. Deswegen schreibt mir bitte. Was wichtig ist, was ich gesehen habe, Andrea, weil du gesagt hast, hättest du doch nicht gefragt. Doch, dafür ist der Chat da, fragt, denn in anderen Bereichen wird auch gefragt, in anderen Chats und es ist auch wichtig, der Austausch. Aber fragt mich direkt, wenn ihr meine Meinung dazu hören wollt. Ein was möchte ich vorlesen und zwar für euch alle. Den Vers habe ich letzte Woche im Stream gebracht und der ist mittlerweile für mich ein ganz, ganz wichtiger Vers geworden. Ich lese. Bitte schreibt euch den mit oder lest mit und schreibt euch den auf und das ist jetzt für alle Christen. Für mich ist es eine sehr wichtige Sache, aber auch für jeden, der gerade an dieser Diskussion mit teilnimmt und auch sonst an Diskussionen teilnimmt. Okay? Bitte. Und zwar ist es Philipper 3. Philipper 3, Vers 15 ist der Kernvers, über den ich sprechen möchte. Ich lese aber den Vers 14 noch mit vor, damit man ihn besser versteht. Und zwar: Mit aller Kraft laufe ich, also ich lese jetzt aus der Hoffnung für alle, denn die ist etwas verständlicher. Okay? Philipper 3, Vers 14 und 15. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Halleluja, das soll unser Ziel sein und es sollten wir alle im Auge haben. Und jetzt kommt der wichtige Vers. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, und es sind wir hoffentlich alle, auch im Chat und alle Zuhörer und alle, die es später hören, wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten. Wenn ihr in dem einen oder anderen Punkt nicht meiner Meinung seid, wird Gott euch noch Klarheit und Einsicht schenken. Paulus hatte natürlich eine ganz andere Autorität und eine ganz andere, der war mit dem Heiligen Geist gefüllt, der war im Auftrag Jesu unterwegs und hat Wunder getan. Ich schaue oft sehr demütig auf und denke mir so, ein bisschen wie Paulus, ein bisschen, da fehlt noch viel bei mir. Ich setze es jetzt mal um, ich schreibe es mal ein bisschen um, okay? Das heißt zwar wieder, man soll keinen Bund und Komma wegmachen und das Wort nicht verändern, aber es ist zum Verständnis. Wenn alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten. Wenn wir in dem einen oder anderen Punkt nicht einer Meinung sind, sollten wir Gott bitten, Klarheit und Einsicht zu schenken. Okay? Diesen Vers bitte, nehmt euch den zu Herzen, denn Diskussionen sind wichtig, haben mich sehr weit gebracht, werden jeden anderen weit bringen. Ich wünsche es euch. Ich hoffe auch, ich habe weiterhin Diskussionen, denn das bringt mich am meisten weiter, wie alleine Bibel lesen. Aber es muss in Liebe passieren und ich muss dem anderen auch die Freiheit geben. Ich gebe die Information, die ich habe, weiter und der andere soll damit arbeiten, in der Hoffnung, dass er wächst im Glauben und vielleicht auch die gleiche Ansicht wie ich bekomme, wenn meine richtig ist. Wenn nicht, kann es passieren, dass der andere mir das Gegenteil beweist. Und dann ist aber gut, man muss es so stehen lassen können. Und ich finde es gut, dass ihr euch gegenseitig unterstützt. Aber es gibt dann irgendwann einen Punkt, wenn alles gesagt ist und die Informationen raus sind, dann sollte man es auch dabei belassen. Okay? Ich hoffe, das war hilfreich zu der Diskussion, die gerade im Chat abgeht oder die gerade gemacht wird. Ich suche jetzt die ganzen Lieder raus und wünsche euch erstmal noch viel Spaß mit dem Lied, was gerade läuft.
nothing good in me. You are love on display for all to see. You are light when the darkness closes in. You are hope, you have covered all my sins. You are peace when my fear is crippling. You are true, even in my wandering. You are joy, you're the reason that I sing. You are life, death has lost its sting. Kommt das erste, der erste Liederwunsch, und zwar ist das der Song Even When It Hurts von Hillsongs. Und das Ganze hört ihr auf Radio GC. Take this fainted heart, take these tainted hands, wash me in your love, come like grace again. Even when my strength is lost, I'll pray.
Sehr schönes Lied, ein beruhigendes Lied. Dankeschön für diesen Liederwunsch. Sehr schön. Ich möchte zwei Infos weitergeben, bevor ich zu den nächsten Liederwünschen komme. Also mache ich jetzt mal komplette Musikstopp. Denn einmal möchte ich natürlich weitergeben, Radio GC soll auch dafür da sein, um Knotenpunkt zu dienen für Christen, um Sachen zu Informationen weiterzugeben. Und zwar wurde ich angehalten für Gebet oder ich gebe es euch weiter, und zwar ist Gebet gewünscht für den 101. Katholikentag in Münster, der vom 9.5. bis 13.5.2018 in Münster stattfindet. Dafür Gebet, dass unsere Brüder und Schwestern im Glauben, Katholiken, die mit dem Glauben so weit entfernt sind durch falsche Lehren von der Kanzel runter, oder auch Menschen, die suchend sind und das Gefühl haben, irgendwie, das kann es nicht gewesen sein, dass einfach Gott wirkt, dass die Gnade Gottes an dem Tag wirkt und die katholischen, ich sag mal, Religionsnachahmer merken, dass es noch mehr gibt als Maria anbeten und dass die Hostien nicht erst lebendiges Fleisch sein müssen in Gedanken, damit ich es richtig ehrwürdig nehme und so weiter. Da gibt es einige Fehl- und Trugschlüsse. Aber wie gesagt, wenn der Lehrer einem das weitergibt und man selber noch nicht mündig genug ist, das selber rauszufinden oder die Interesse fehlt, dann wie sollen diese Geschwister darauf kommen? Denn ein kleines Kind, wenn von Eltern nicht gesagt wird, lang nicht auf die Herdplatte, das lang drauf und muss alles ausprobieren. Leider, Gott sei Dank sind Kinder neugierig. Wir Menschen sind oft mal zu wenig neugierig, wie wir es vorhin hatten bei dem Thema. Wir haben zu wenig, ich zeige das Bild nochmal. Oh, ich habe es zugemacht, ich muss es hier neu suchen. Ich zeige es euch später. Und zwar das mit dem Baum. Wir müssen uns wieder mehr trauen.
bitte einfach Gebet um diesen Tag, dass Gott wirkt. Und ich möchte noch ein zweites Event euch weitergeben. Ich habe es hier gerade aufgemacht, ich such's nur. Ja, hier ist es. Und zwar rufen unsere Brüder auf, und ich, Max Groß, ich hoffe, ich kriege da keinen Ärger, aber mit diesen Geschwistern kann man reden. Deswegen sehe ich das nicht ein. Werde Licht, das sind Geschwister, die in Köln aktiv sind. Ich möchte euch das mal vorspielen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Dauert 4 Minuten. Wer in der Nähe ist von Köln und Interesse hat, auf die Straße zu gehen, ihr müsst nicht alleine gehen, ihr könnt euch den anschließen. Hört sich einfach mal an, was diese Geschwister planen. Shalom, meine lieben Geschwister. Ich will herzlich einladen, am 12. Mai nach Köln zu kommen, zum Bahnhofsvorplatz. Dort wollen wir Jesus Christus bezeugen. Sei dabei, wir werden dort in verschiedenen Zelten zusammenkommen. Viele Gemeinden werden sich dort vorstellen. Und auch werden wir dort auf einer Bühne Loblieder hören, Predigten hören, Kurzbotschaft auf der Straße hören, wie Menschen von diesem lebendigen Glauben von Jesus Christus ergriffen und überwältigt worden sind. Sei dabei, mache dich auf und werde Licht. Ich bin entschieden, zu folgen Jesus. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Ja, Shalom, meine liebe Schwester, ich möchte dich einladen ganz herzlich. Die an den Herrn Jesus Christus glauben als lebendigen Gott. Am 12. Mai findet in Köln eine Großevangelisation statt. Wir gehen gemeinsam auf die Straße. Gemeinsam das Wort Gottes verteilen und verkündigen. Damit noch mehr Menschen den Herrn Jesus kennenlernen. Meine lieben Schwestern, kommt am 12. Mai nach Köln. Fühlt euch ermutigt. Ich würde mich freuen, dich persönlich kennenzulernen. Dass wir am 12.5. alle zusammenkommen und den Herrn Jesus Christus bezeugen, dass er der alleinige und wahrhaftige Gott ist, dass er das ewige Leben ist, dass er der ist, der gekommen ist, um das Verlorene zu suchen und zu erretten. Lasst uns den Menschen das sagen. Lasst uns ihnen sagen, kommt und lasst euch versöhnen mit Gott. Wir möchten Bibel verteilen, Zeugnis geben, predigen. Dass wir zusammen den Herrn Jesus Christus verkünden, mit Wort und Tat, mit Lobgesang, mit Predigt und alles, was wir zur Verfügung haben durch die Gnade Gottes. Dafür hat Jesus seinen Thron verlassen. Er hat seine Herrlichkeit verlassen. Er kam auf diese Erde als Mensch, als der Sohn des lebendigen Gottes. Da sprach er zu seinen Jüngern und sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussendet. Lieber Bruder, liebe Schwester, du sollst deinen Herrn, deinen Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand lieben. Und er sagte auch, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Man muss sich die Frage stellen, wie kann man den Nächsten lieben wie sich selbst, wenn man den Nächsten nicht von dem Herrn Jesus Christus erzählt? Komme mit uns, so wie der Herr Jesus Christus sagt, geht hinaus in die ganze Welt und predigt der ganzen Schöpfung des Evangeliums. Denn jetzt ist die Zeit. Wir wissen nicht, ob es einen Morgen gibt. Wir wissen nicht, wie viel Zeit den Menschen noch bleibt, Buße zu tun. Der Herr Jesus Christus hat keine Gemeindemitglieder gemacht. Der Herr Jesus Christus hat Jünger gemacht. Und wir alle sind Jünger mit einem und demselben Auftrag, ein lebendiges Zeugnis für den lebendigen Gott zu sein. Wir dürfen nicht, liebe Geschwister, lauwarm werden. Jesus Christus lebt. Die Bibel ist wahr. Die Bibel ist wahr. Ich sag's nochmal, die Bibel ist wahr. Das, was da steht, das stimmt. Es ist alles wahr. Und wenn die Bibel sagt, dass der Herr Jesus Christus diese Welt richten wird, dann wird das passieren. Paulus sagt in der Bibel, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Und so möchte ich uns ermutigen, das Evangelium, das helle Licht, was Gott uns gegeben hat, den Menschen, die dieses Licht nicht kennen, weiterzugeben. Wir möchten, meine lieben Geschwister, dass wir an diesem Tag zeigen, dass wir in Jesus Christus mit verschiedenen Nationen, Kulturen, Menschen aus verschiedenen Ländern eine Einheit sind. Geh hin und verkunde vor allen Menschen das Evangelium, der auferstandene Jesus Christus. Mach dich auf und wehre Licht vor die Jesus Christus und vor die Menschen. Im Namen Jesu. Amen. 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 Ihr seht es, ich finde es extrem mutig, was unsere Geschwister machen. Ich habe es im Chat schon mitbekommen, ich mache es mal aus und weg. So, und zwar möchte ich einfach mal vorlesen. Münster, habe ich vor der Tür. Was könnte ich machen? Bin eher schüchtern. Ist eine schlechte Eigenschaft.
Ich muss dich enttäuschen oder ermutigen, wie du es willst. Auch schüchtern kann eine gute Eigenschaft sein und ich spreche aus eigener Erfahrung. Ihr kennt mich nicht, das heißt, ihr werdet mir nicht glauben. Manche Leute, die mich nur halb kennen, glauben es mir auch nicht. Nur Menschen, die mich wirklich intensiv kennen, wissen, dass ich schüchtern bin. Schüchtern ab einem bestimmten Punkt. Generell habe ich kein Problem. Wenn ich aber auf eine Person zugehe, um mit ihr über was zu sprechen, was ich ihr sagen möchte, also wenn ich den ersten Schritt mache, ich kriege das nicht zusammen. Das ist für mich wirklich eine Schwierigkeit. Ich hab da so viel Menschenfurcht, so viel Fleischlich. Das heißt, auch das kann Gott nutzen, denn die meisten Krieger, die meisten Kämpfer, die meisten Gottesmänner, die waren ganz klein. Die konnten keine großen Daten, die waren keine Propheten, die sprechen konnten vorher, als wenn sie von Nostradamus selbst irgendwie, ihr wisst, was ich meine. Das waren ganz einfache Männer wie du und ich. Und die Aussage finde ich sehr gut. Ich habe sie schon ein paar Mal genannt. Gott beruft nicht Fähige. Gott befähigt Berufene. Gott beruft dich einen Dienst und dann wird er dir die Fähigkeit geben, es zu machen. Du brauchst gar keine Fähigkeiten. Wenn Gott mit dir was vorhat, dann gibt er dir alles, was du brauchst, um diese Arbeit zu machen. Und das Interessante ist nämlich, wenn ihr zum Beispiel die Brüder hier in Köln, wo die in Köln sind, ne? Die gehen auf die Straße. Man sieht, wie die durch die Straße laufen und singen das Lied. Ihr müsst ja nicht mittendrin stehen, ihr müsst auch nicht vorne dran stehen. Das machen die ja. Die haben schon genug, die vorne dran stehen. Aber es gibt manche Menschen, die machen einen Bogen rum oder die stehen weiter abseits, denn sie sind genauso schüchtern wie vielleicht du. Und würden sich überrumpelt fühlen, wenn jemand auf sie zukommt und mit der Bibel und hier weise Sprüche klopft und würden total überfahren werden. Manchmal braucht ein schüchterner Mensch auch eine schüchterne Person, wo man sich rantastet, wo man sich langsam ins Gespräch kommt. Und die besten Gespräche sind die, finde ich, die sich nebenbei ergeben. Ist meine persönliche Erfahrung, weil ich eben selbst zu schüchtern bin, um, wie das die Brüder hier machen, so aktiv drauf zu gehen. Ich finde es so krass, ich bin so nicht neidisch, stolz. Und denke mir manchmal, ich bin stolz und denke mir, ich hätte gern auch ein bisschen mehr von denen. Ich würde gern auch, vielleicht macht Gott irgendwann aus mir, nimmt mir die Menschenfurcht weg. Aber ich habe gemerkt, wie Gott mich in Situationen reinbringt, wo er mich so benutzen kann, wie ich bin. Ich muss nur eins machen, ich muss Ja sagen. Wenn ihr Interesse habt, für Gottes Reich zu arbeiten, dann geht dorthin, unterstützt die Brüder. Ihr könnt auch nebendran stehen. Gott wird euch eine Situation reinsetzen, wo ihr euren Dienst macht. Glaubt mir, ihr müsst nur Ja sagen. Ihr müsst euch Gott zur Verfügung stellen und Gott nutzt euch. Er braucht Menschen, die Ja sagen. Jetzt muss ich kurz gucken zu diesem Thema. Das war's. Was ich sagen wollte, ist, dass ich mit einigen Geschwistern schon im Gespräch bin. Und zwar werden wir einen Stream halten, so Gott will. Ihr merkt, es gibt richtig viele Punkte. Wahrscheinlich muss ich den einmal im Monat Stream mal etwas öfter machen, damit wir alles abarbeiten können. Und zwar werden Brüder, die eben schon aktiv sind und draußen sind und solche richtigen Vorbilder sind, so richtig aktiv, die werde ich in den Stream reinholen. Wir werden darüber sprechen, was waren ihre Erfahrungen, wie läuft es ab, wo man einfach Christen von Christen für Christen, nicht die sind weit weg und die können das und ich kann das nicht, sondern live mit sprechen. Einfach diese Menschen reinholen und einfach fragen, wie macht ihr das? Wie war eure Erfahrung? Okay? Das wird aber noch etwas dauern. Wir sind gerade in der Planung, denn es ist alles nicht ganz so einfach. Jeder hat ja auch einen strikten Terminplan und muss schauen, dass alles passt. So, jetzt würde ich zum nächsten Liedwunsch gehen. Ich habe es gesehen, ich habe zu viele Liedwünsche. Ich habe hier mittlerweile von meiner Co-Moderatorin zunächst mal, die im Background arbeitet, schon einige Lieder aufgeschrieben bekommen, die ihr euch gewünscht habt. Ich hoffe, das kriegen wir alles hin, deswegen will ich gar nicht mehr so viel reden, denn ich habe noch eine Botschaft, die dann später noch kommt. Jetzt erstmal Liederwünsche. Ich habe einen Liederwunsch von Anja Lehmann und zwar Mehr.
Lässt mich raus aufs weite Wasser, wo Füße nicht mehr sicher stehen. Dort finde ich dich im Verborgenen, mein Glaube trägt im tiefen Meer. Und I'm not afraid to die.
Der nächste Liederwunsch von Stephanie, Save Me. Und eure Liederwünsche hört ihr auf Radio Cheesy.
Der nächste Liederwunsch ist von Alive Worship Aufstehen. Viel Spaß mit diesem Song. Das Haupt von Dornen einst gekrönt, krönt nun die Herrlichkeit, vor dem der uns die Füße wusch, knien wir in Ehrfurcht heut. Den, der die Schuld und Sünde kleidet nun Majestät, vollkommene Liebe strahlt um ihn. Sag mal Leute, ich muss euch mal unterbrechen, was ist denn das für ein klasse Lied? Super ausgesucht, ich danke euch. Danke, ihr bereichert mich gerade ungemein. Danke Vater und danke euch im Chat. Der Name heißt, du hast gesiegt, die Ehre sei dir Majestät, dein Name heißt, du hast gesiegt, die Ehre sei dir Majestät. Der Ruin, der auferstandene Herr.
Sein Körper lag nicht länger da. Gott hat das Grab geräumt. Gott hat das Grab geräumt. Radio Cheesy. Der nächste Liederwunsch ist Dann auch ich von der gleichen Gruppe Alive Worship. Sometimes
dann auch ich. Wenn die Berge sich verneigen, dann auch ich. Wenn die Meere dein Lob brüllen, dann auch ich. Oh, denn wenn alles für dich lebt und dich erhebt, dann auch ich. Wenn der Wind sich deinem Ruf beugt, dann auch ich. Wenn die Steine schweigen, schreien, dann auch ich. Wenn all unser Lobpreis immer noch nicht reicht, stimmen wir in einem Jahr. So, jetzt fangen wir langsam an mit dem spannenden Thema, was denke ich einige... Oh, ist es zu laut? Oder? War nur meine Kopfhörer zu laut? Ah, die Musik ist auch noch zu laut. So, so müsste es passen. Und zwar haben ja einige mitbekommen, dass am Montag bei Nature 23 im Stream auf dem Schluss hin eine kleine Konversation stattfand, wo ein... Bruder, ich denke, sein Bruder ist, ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht weiter, der war das erste Mal, glaube ich, in den Streams, eine klare Meinung geäußert hat zu GC, zum Radio GC, zum Kanal, zu der Arbeit. Einige haben es mitbekommen und waren live dabei, andere werden es gleich noch hören oder auch nicht, das ist euch überlassen. Falls dieser Mann, ich würde mal sagen Bruder, weil ich glaube schon, dass er Jesus im Herzen hat und Jesus angenommen hat, deswegen würde ich mal sagen Bruder. Ich schätze ihn so ein, dass er ein Bruder im Glauben ist. Wird vielleicht diesen Stream hören oder auch nicht, ich weiß nicht. Abonniert hat er ja, wie er gesagt hat, aber die Aussagen, die er getroffen hat, waren ja auch sehr ja, provokant, ehrlich, direkt. Könnten verletzend sein, aber ich kann euch beruhigen, es hat mich nicht verletzt. Im Gegenteil, ich fand es sehr gut, denn ich glaube nicht, dass er mir schaden wollte. Ganz im Gegenteil, er wollte mich darauf hinweisen, dass eventuell das Ganze vielleicht schief gehen könnte oder schief geht. Gut, vielleicht war er noch nicht so oft dabei. Ich werde nicht weiter dazu erzählen, was er alles gesagt hat. Es war schon sehr hart und wenn ich, als ich es mir danach nochmal angehört habe, musste ich sogar ziemlich schmunzeln,
einfach so trocken rauskam, so einfach hingeworfen, die Argumente. Ja, was ich euch jetzt erzählen möchte, was seitdem passiert ist. Ich habe ja in dem Stream auch gemeint, wenn ich davon angegriffen wäre, dann wäre ich falsch online auf YouTube, denn da braucht man ein bisschen Fell. Ich denke, Gott hat mich damit gut ausgestattet, dass ich einiges abkann. Aber ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht, ob er vielleicht recht hat. Denn man soll ja auch Kritiker, man soll nicht alles an sich ranlassen, aber eine gesunde Prüfung ist nie verkehrt. Und so habe ich geprüft für mich selber, habe einige Geschwister gefragt, die mich live kennen oder auch nicht, die mich nur online kennen, und habe einfach mal nachgefragt, was denkt ihr, bringt das Ganze was, wie ist die Frucht, ist es ein sinnvoller Dienst und so weiter und so weiter. Ja, es war durchweg positive Resonanz. Ich habe im Chat live gemerkt, dass mich einige Geschwister, die den Kanal kennen, unterstützt haben und auch für mich gesprochen haben. Ich habe dann im Stream auch gemeint, ich habe damit eigentlich kein Problem mit dieser Kritik, denn wenn ich davon ausgehe, dass ich, um ein Lob zu bekommen oder Anerkennung oder Unterstützung oder ein positives Feedback, was man einfach braucht, wenn man arbeitet, vor allem für den Herrn, wenn du nur negative Sachen bekommst und kein Lob und kein Feedback, dann wirst du irgendwann mürbe oder verlierst die Motivation. Deswegen ist es immer gut, wir sollten nicht sparen mit aufbauenden Worten. Wir sollen uns aufbauen, das steht sogar in der Bibel. Explizit, so steht es drin, aufbauende Worte. Und leider sind wir viel schneller dabei, Leute zu kritisieren und runterzuwirtschaften und runterzuarbeiten, als sie aufzubauen. Oder merken nicht mal, wenn unsere Worte andere Menschen verletzen und sie ja sogar demotivieren. Und das ist mindestens genauso unbiblisch wie die Aktion, die man kritisiert an der Person. Okay, man muss natürlich aufpassen, Kritik sollte möglich sein, ist auch wichtig, wir sollen es auch darauf hinweisen, auf Fehlstellungen, aber es gibt da ganz gewisse Punkte, die man beachten sollte. Was mit dem Bruder zu tun hatte am Montag, und zwar habe ich genannt, okay, ich habe gemeint, wenn ich für ein Lob 5 negative Botschaften wie an dem Montag bekommen muss, dann habe ich jetzt eine negative Botschaft mehr bekommen und bin dadurch eine Botschaft mehr am nächsten Lob dran. Okay, so habe ich das Ganze für mich umgesetzt, aber ich muss euch sagen, seit diesem Tag, das sind jetzt 4 Tage, Montagnacht war es, dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, das sind gerade mal 3 Tage. Die 3 Tage haben mir eins gezeigt, und zwar, ich habe einen, ich nenne es mal Hate, wobei es ja von dem Bruder gar nicht vielleicht als Hate gemeint war, aber ich habe ihm gesagt, ja, ich habe meinen ersten Hater, denn man braucht Hater, das macht da Gleichgewicht, nicht jeder kann deinen Kanal mögen, es gibt auch welche, die ihn eben nicht mögen. Und das ist auch ganz richtig, das ist auch gut so. Da ist kein Problem, ich finde es sehr gut. Jetzt ist es allerdings so, dass ich ein was gemerkt habe, ich habe einen Hate bekommen, einen offiziellen Hate oder eine Kritik, und seitdem haben sich Menschen bei mir gemeldet, haben mir positiv zugesprochen, haben die Situation sehr gut aufgenommen, erfasst und wiedergegeben, dass ich selbst mir überlegen musste, stimmt, das ist mir gar nicht rübergekommen. Zum Beispiel, dass der Umgang, das Gespräch, wie wir miteinander geredet haben, einfach sehr christlich war, was wir im Internet oft gemerkt haben, dass sehr viel Streit da war, dass sehr viel Ärger da war, dass Christen untereinander, wenn sie Diskrepanzen hatten, dass es sehr schnell in eine Richtung ging, wo man sagt, okay, das hat mit Glauben aber jetzt nicht viel zu tun, da ist sehr viel Menschlichkeit und Wut und Zorn dabei. Und im Nachhinein habe ich mir das Ganze angehört und dachte mir echt, wieso ist das Ganze so gelaufen? Das muss von Gott geführt gewesen sein, weil es war einfach, ja, so soll es, glaube ich, laufen, denke ich. Wisst ihr, was ich meine? Kritik sollte angebracht werden, man sollte damit umgehen können, und derjenige sollte es aber auch hinnehmen, wenn man die Kritik nicht gleich eins zu eins umsetzt oder wenn man es einfach stehen lässt. Ja, was ist passiert? Ich habe so viel Zusagen, so viel Zuspruch, so viele nette Nachrichten bekommen von Christen, die vielleicht passiv im Netz sind, die vielleicht gar nicht aktiv den Kanal verfolgen oder den Kanal abonniert haben, aber man sieht sie eigentlich nicht wirklich auf der Bühne mit, im Chat oder so, von so vielen positiven Feedback bekommen, dass ich mittlerweile sagen kann, ich habe einen Hate bekommen und so viel positives Plus-Feedback. Von wegen 5 Hates für ein Lob. Ich würde eher sagen, ein Hate für 30, vielleicht 40 positive Nachrichten. Also ganz ehrlich, wenn das so bleibt, dann bitte Hater, bitte macht weiter, denn
1:20 ist eine gute Mischung. Also mir hat es eher gut getan. Ich bin gewachsen in der Situation. Es hat mir sehr gut getan. Ich danke euch allen, jeder, der den Stream hört, in Zukunft noch hört. Und ihr werdet euch angesprochen fühlen, aber auch die, die mir nicht geschrieben haben, aber im Herzen dabei sind. Ihr wisst, ihr kennt euch alle selber. Es war einfach genial. Und wenn ja, Conny, ich glaube Conny heißt er, wenn Conny diesen Stream hört, dann kann ich nur sagen, Conny, du hast gefordert, dass die Leute schreiben sollen und sie haben geschrieben. Sie haben sogar sehr viel geschrieben. Ich würde sagen, das Verhältnis ist 1:20, sogar 1:30. Zu deiner Aussage gegenüber den anderen. Ja, und das wollte ich nur weitergeben. Alles gut, macht euch keine Sorgen. Es ist auch nicht so, dass es mich demotiviert. Mich hat es eher gestärkt, mich hat es gefestigt, mich hat es motiviert. Und ja, preist den Herrn, was der Herr aus so verschiedenen Situationen machen kann. Mittlerweile bin ich Conny sogar dankbar. Dass er, also nicht nur dankbar, dass er so ehrlich war, sondern dankbar, dass er sich getraut hat, dass er so war, dass er es mir ehrlich gesagt hat, denn so habe ich mich selbst überprüft. Ja, und somit habe ich auch mal von Geschwistern, von denen ich sonst nicht so viel höre, ein Feedback bekommen oder sind mal aus der Deckung hervorgekommen. Sehr interessant, fand ich sehr spannend. Wie der Herr arbeitet, ist echt krass. Ja, das wollte ich sagen. Wir haben jetzt eigentlich die reguläre Sendezeit vorbei, 2 Stunden sind rum. Bitte schreibt in den Chat rein, falls ihr wollt, dass wir weitermachen. Ich habe nämlich noch ein Thema, was wir besprechen müssen und noch 5 Liederwünsche, die ich auch noch spielen möchte. Seid ihr noch bereit für eine Zugabe? 1/2 Stunde bis 3/4 Stunde. Wenn ihr bereit seid, dann schreibt mir dann ja. Wenn ihr sagt, es reicht, machen wir das nächste Mal weiter, dann schreibt ein Nein oder ein Smiley oder was auch immer. Wenn ihr ein Ja schreibt und ich bekomme, wie viele Zuhörer haben wir denn überhaupt? Moment, ich muss kurz gucken. Nicht, dass ich 20 Ja's verlange, dabei haben wir gar nicht. Jetzt sind noch 11 da. Dann würde ich sagen, die Hälfte. Machen wir 6. Wenn ich 6 Ja's bekomme, dann machen wir weiter und ich werde die restlichen Lieder noch spielen und das restliche Thema auch nochmal aufgreifen. Wenn noch Fragen sind und so, dann bitte einfach in den Chat rein. Ich würde erstmal das nächste Liederwunsch machen. Und zwar wurde das Lied gewünscht zur Unabhängigkeitsfest von Israel. Ich habe eine Version ausgesucht, die eine kräftige Männerstimme in sich hat. Viel Spaß, ihr kennt das. Das wurde schon mal bei uns gespielt. Da war eine Doppelkopplung. Einen Moment. Ich fange das Lied nochmal an. Ich habe gemerkt, da lief im Hintergrund noch ein anderes Lied. Jetzt bitte nochmal. Abba Navila. Ah, Vanagila, ah,
Das ist für unsere Freunde in Israel. Das nächste Lied ist Ich tauche ein. Oban Live Worship. Wenn ich hier vor dir stehe, deine starke Gnade sehe, dann ergreift mich deine Liebe. Du nimmst mich in deine Arme, Friede hüllt mich ein für immer. Ich tauch ein ins Gnadenmeer. Du wächst mich auf, Gnade zieht mich zu dir, denn dir gehört mein Herz. Die Angst vergeht, ich atme ein, nimm deine Liebe an, deine Liebe an. Wenn ich mich auch verirre, richte ich meine Augen zu dir, Herr des Alls, so wunderschön. Hier bei dir bin ich sicher, deine Herrlichkeit ergreift mich, du nur bist mein Zufluchtsort. Du wächst mich auf,
schau ich auf dich. Jesus, du bist alles, was ich such. Ich bete und ich ruf, ich will dich kennen, Herr. Sehr schönes Lied, danke für die Liederwahl. Wir kommen langsam in die Endphase. Ich möchte zwei Sachen aufgreifen. Moment, ich habe was im Hals. So, jetzt sollte es besser gehen. Und zwar möchte ich zwei Sachen aufgreifen. Einmal habe ich im Chat was aufgegriffen. Die Geschwister haben gesagt, wie wäre es denn mit einem Radiosender, der 24 Stunden sendet oder jeden Tag sendet, zu festen Zeiten und so weiter. Das wäre eine schöne Sache. Wir haben damals, als wir uns überlegt haben, wir machen einen Radiosender, wollten wir eigentlich einen Broadcast-Sender machen. Moment, ich muss das Lied ändern, sonst kriegen wir nicht eine, sonst kriegen wir eine Sperre, wenn es zweimal läuft. Einen Moment. Ich mache einfach mal Pause. So, jetzt rede ich kurz. Und zwar haben wir uns überlegt, wie machen wir das Ganze mit dem Sender. Den GC-Kanal hatten wir ja und wollten dann eigentlich einen Broadcast-Sender machen. Und da gibt es sehr gute Software, auch kostenlose Software. Und das ist alles kein Problem, wäre auch machbar. Vor allem könnte dann andere Menschen von außerhalb könnten diesen Kanal auch mit betreiben und wir gemeinsam für Christen, von Christen für Christen diesen Kanal am Leben halten und diesen Kanal mit Leben befüllen. Ist natürlich wichtig, weil das Geld natürlich nicht da ist für einen 24-Stunden-Moderator oder selbst 8 Stunden oder jeden Tag 2 Stunden. Denn also von meiner Seite, ich muss ja auch arbeiten, würde nicht gehen. Außer man teilt sich das Ganze ein. Aber das größere Problem ist die GEMA. Wenn wir einen Broadcast-Radiosender aufbauen möchten, dann müssen feste Spendeneinnahmen sein, denn ein Internetradio oder ein Broadcast-Radio muss GEMA zahlen, was ich eben bei YouTube momentan nicht muss, denn YouTube hat mit der GEMA einen Vertrag, dass alles, was auf YouTube gezeigt wird, über YouTube an die GEMA gezahlt wird. Und somit können wir hier kostenlos Radio machen. Deswegen auch die ganzen Probleme, denn beim Broadcast-Radio hat man viele Probleme nicht. Man hat viel mehr Technik, man hat viel mehr Möglichkeiten und es kommt einem Radio auch viel besser an, was bei YouTube natürlich nicht so einfach ist. Es wird immer schnell gemeckert, dass irgendwie das nicht so gut ist wie im Radio, ganz klar. Wir sind keine Profis, wir sind nicht professionell und wir haben auch nicht das Equipment dazu. Und es ist auf YouTube. Und sucht mal in YouTube einen Radiosender, der moderiert, Radiosendung macht, auf den Chat eingeht und noch Video oder Bilder zeigt. Das werdet ihr selten finden und vor allem im christlichen Sektor. Es ist einfach eine ganz andere Nummer, die wir leider auch lernen mussten die letzten Vierteljahr, letzten halben Jahr. Aber wir haben es, glaube ich, gut gestemmt. Ja, und dann kommt es eben darauf an, wenn die Interesse da wäre, dann müssen einfach regelmäßige Spenden kommen. Man könnte ja ganz das sagen, wenn man sagt, ich müsste mal genau schauen, wie viel, es geht darum, wie viele Lieder werden gespielt, wie lange wird gestreamt, wird 24 Stunden gestreamt, zahlt man mehr, als wenn man im Monat nur 20 Stunden streamt zum Beispiel. Oder jeden Tag nur 2 Stunden. Wie häufig, wie viele Lieder werden gespielt pro Lied? Dann gibt es Pauschalen. Das könnte man sich natürlich genau schlau machen. Aber vorher muss eine Sicherheit da sein. Denn wenn man die Arbeit reinsteckt und die Spenden ausbleiben oder jemand die Spende zurückzieht oder nach einem Vierteljahr aufhört, Geld zu zahlen, dann hat man viel Arbeit reingesteckt und das Ganze kann nicht mehr bezahlt werden. Und ja, es soll ein Gemeinschaftsprojekt sein und nicht ein Projekt von einer Person. Man könnte sagen, wenn jeder, wenn ich jetzt überlege, wir hatten jetzt 20 Zuhörer heute, glaube ich, ungefähr 15 bis 20 Zuhörer. Wenn jeder von den Zuhörern 2 Euro spendet im Monat, dann wäre es wahrscheinlich schon fast bezahlt. Mit 5 Euro hätten wir sogar noch Puffer, falls mal jemand nicht zahlen kann, dass man einen Puffer hat. Also 5 Euro und das Ding würde laufen. Aber da müssen mehr Leute da sein, die bereit sind, so einen Kanal zu führen. Und man könnte es auf die Beine stellen. Technisch würden wir alles übernehmen, denke ich, weil wir uns da schon reingelesen haben. Aber es ist einfach viel Arbeit und auch Geld dabei. Und man kann viel machen, wenn die notwendige Mitarbeit und ja, wenn es alles passt außenrum. Okay? So, ich möchte euch etwas vorspielen. Und zwar ändere ich erstmal das Bild. Ihr könnt mitlesen. Ich habe heute, oder was war die Woche bei GC? Was war los? Was hat Andi alles erlebt? Unser rasender Außenreporter. Ich überlege gerade, ob ich hier noch was erklären wollte vom Chat her. Ich glaube, da war nichts mehr. Ihr habt alle Ja geschrieben, also wir hatten jetzt genug Ja's. Das heißt, ich mache jetzt noch ein Stück weiter.
Wenn noch irgendwas war, irgendwie Fragen, dann bitte nochmal schreiben. Nicht, dass ich es überlesen habe oder vergessen habe. Aber ich glaube, das war alles soweit eher geklärt. Und zwar, was ist passiert? Seit letzten Donnerstag, übers Wochenende, ist eigentlich nicht so viel passiert. Es waren gute Gespräche mit Christen, mit Brüdern, mit Schwestern. Wir hatten einige Gespräche auch mit Nicht-Christen über Gott. Das war auch sehr interessant, aber das ist jetzt sehr vertraulich. Am Montag hatte ich einen Hauskreis. Am Dienstag hatte ich einen Hauskreis. Und am Mittwoch habe ich den Stream von Nature verfolgt oder die Bibelschule von Nature. Und letzte Woche, wann war es? Sonntag, glaube ich, hat mir eine Schwester diesen Text hier geschickt. Den will ich deswegen nochmal zeigen. Ich werde ihn auch gleich mal abspielen, denn die Schwester hat mir eine Sprachnachricht geschickt in WhatsApp und hat mir auch erlaubt, diese Nachricht abzuspielen. Die Sprachnachricht war so, es war so wichtig, denn eigentlich ist das sind so Momente für den Tag. Okay? Ein Gedanke für diesen Tag, wie es unten steht. Und dieser Tag wäre eigentlich heute gewesen. Die Schwester hat mir es aber am Montag geschickt. Ich glaube, am Montag war es. Bin mir nicht ganz sicher. Sonntag oder Montag. Und es hat genau getroffen. Es war zum richtigen Zeitpunkt, denn ich habe diese Sache auch vorgelesen am Montag im Hauskreis, weil es mich so berührt hat. Ich lasse es jetzt einfach mal vorlesen von der Schwester. Lest einfach mal mit und ich werde euch danach sagen, was mich so bewegt hat, wie krass das Ganze, was es für Auswirkungen hatte. Viel Spaß erstmal mit der Vorlesung. Shalom, lieber Forrest. Shalom, lieber Chisida. Shalom, lieber Cheesy Gemeinschaft, Community. Ich würde euch gern einen Impuls weitergeben, der mich noch mal so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar ist es ein Impuls aus dem aktuellen Andachtsbuch von Gott hören, jeden Tag. Und zwar heißt er immer und überall. Immer und überall. Hört nicht auf zu beten. 1. Thessalonicher 5,17. Wir können immer und überall beten. Wir sollen in jeder Lage und zu jeder Zeit beten und nicht damit aufhören. Aber wir alle wissen, dass wir nicht den ganzen Tag lang in einer Ecke sitzen können, wo wir mit Gott reden und auf ihn hören. In dem Fall würden wir nicht leben. Gebet muss wie Atmen sein, regelmäßig und leicht. Wir müssen uns durchs Leben beten, einfach als Teil unserer Lebensweise. Genauer gesagt, sollte unser geistliches Leben genauso aufrechterhalten werden, wie wir unser psychisches Leben durchs Atmen aufrechterhalten. Wir können laut beten oder wir können im Stillen beten. Wir können stehend beten, im Sitzen beten oder beim Gehen. Wir können mit Gott reden, während wir in Bewegung sind oder nichts tun. Wir können beim Einkaufen beten, im Wartezimmer, bei einem Geschäftstreffen, bei Hausarbeiten, beim Autofahren oder unter der Dusche. Wir können Dinge beten wie: Danke für alles, was du tust, Herr. Oder: Gott, ich brauche deine Hilfe. Oder: Bitte, Jesus, hilf der Frau da drüben, die so traurig wirkt. Ein solcher Umgang mit Gebet entspricht dem Willen Gottes. Satan möchte, dass wir das Beten aufschieben und es dann hoffentlich ganz vergessen. Deswegen würde ich Sie ermutigen, zu beten, sobald Ihnen ein Gedanke zum Beten kommt. Das hilft, den ganzen Tag über eng mit Gott verbunden zu bleiben. Und der Impuls für den Tag ist, und eigentlich der Impuls für immer, gewöhnen Sie sich an, ständig mit Gott im Austausch zu sein. Also hört nicht auf zu beten. In dem Sinne, alles Liebe, gottesreichen Segen. Und liebe Geschwister, ich werde für euch beten und so Gott will, auch noch weitere Tage. Liebe Grüße, bye bye. Ja, das war eine Nachricht von einer Schwester. Vielen Dank nochmal an die Schwester für diese Nachricht. Solche Möglichkeiten könnt ihr natürlich alle nutzen, wenn ihr irgendwie gute Bibelverse oder irgendwas habt, was euch bewegt. Dann sprecht eine Sprachnachricht drauf oder schickt mir ein Bild und wir können das einfügen, denn guten Input und gute Ergebnisse oder gute Schule, sage ich mal, die Gott mit uns hat, die können wir weitergeben und wir können uns untereinander austauschen, denn
ich sage euch jetzt, was passiert ist. Diese Schwester hat mir das geschickt, was eigentlich 4 Tage zu früh war und erst später bemerkt wurde. Und ich sage euch, was jetzt passiert ist. Ich habe mir das durchgelesen, ich habe mir die Sprachnachricht angehört und bin ins Nachdenken gekommen. Und zwar möchte ich euch meine Situation erzählen. Ich habe für einen Hauskreis das Thema ausgearbeitet, die 7 Feste Gottes. Wer sind wir, nachdem wir uns unser Leben Jesus gegeben haben? Sind wir Heidenchristen? Sind wir Christen, eingepfropft in den Ölbaum, eingepfropft in den Leib Christi? Sind wir Israelis? Sind wir das Volk Gottes? Was sind wir eigentlich genau und was trifft dann auf uns zu? Welche Vorhersagen und welche Segen, welche Verpflichtungen treffen uns? Und für den Hauskreis habe ich das vorbereitet. Also ich habe mich mit dem Wort Gottes beschäftigt, habe eine Predigt vorbereitet, ich habe mich für den Kanal vorbereitet, ich habe mich mit dem Wort Gottes beschäftigt, ich habe mit Menschen über Gott gesprochen, ich habe mit Christen über Gott gesprochen. Im Grunde ist Gott eigentlich überall ständig präsent, bei meinen Eltern, bei meinen Kunden, in der Arbeit, egal wo ich bin, ist Gott präsent. Aber nachdem ich das bekommen habe von der Schwester, dachte ich mir so, Satan möchte, dass wir das Gebet, dass wir das Beten aufschieben und es dann hoffentlich ganz vergessen. Und ich habe mir so überlegt, wie als ich im Bett lag, habe ich heute eigentlich gebetet? Ich habe mich den ganzen Tag mit dem Wort Gottes beschäftigt, die ganze Zeit mit Menschen über Gott geredet. Aber wo ist meine Beziehung mit Gott? Wo ist das Gebet, das Gespräch mit meinem Vater? Ich habe mich so damit beschäftigt, dass ich Input und Output und Multiplikatoren und Arbeiten und fürs Reich Gottes. Aber wo ist meine Beziehung geblieben? Ich habe mir so viele Gedanken darüber gemacht, dass ich wirklich traurig geworden bin, weil ich gemerkt habe, dass ich die letzte Zeit oft ins Bett gegangen bin, eingeschlafen bin und habe das Gespräch mit meinem Vater, das Gespräch unter 4 Augen, total vernachlässigt. Das heißt nicht, dass ich es nicht hatte, aber ich habe es viel zu sehr vernachlässigt. Der Teufel hat es wirklich geschafft, mich durch Arbeiten, auch wenn es fürs Reich Gottes ist, durch Arbeiten, mich von den Gesprächen mit meinem Vater abzuhalten. Und das ist mir so wichtig geworden, dass ich sage, ich muss das unbedingt, ich habe gefragt, ob ich es abspielen darf, dass ich das euch mitgeben kann. Ich bitte euch einfach, das euch nochmal für euch durchzugehen. Wie ist eure Beziehung zu Gott? Denn egal, wie gut ihr euch in der Bibel auskennt und wie ihr den Islam widerlegen könnt und wie weit ihr die Bibel versteht, wenn eure Beziehung zu Gott bröckelt oder gar nicht vorhanden ist und alles nur Buchstaben sind, alles nur Verständnis ist, ja, das Wort tötet, der Buchstabe tötet, die Beziehung zu unserem Vater, die Herzenshaltung ist das, was uns rettet. Das ist das, was Gott haben möchte. Er möchte nicht, dass wir sein Wort auswendig können. Er möchte, dass wir zu ihm kommen und mit ihm reden. Er möchte Kontakt mit uns haben. Er ist nicht im Paradies zu Adam und Eva am 7. Tag gewandelt und wollte von ihnen wissen, habt ihr auch alles richtig gemacht? Habt ihr auch eure Schuhe, Schuhe hatten sie nicht, habt ihr euch gewaschen? Habt ihr eure Arbeit gemacht? War die fleißig? Er wollte mit ihnen Kontakt haben. Er kam in den Garten und wollte mit Adam und Eva Kontakt haben. Gott hat uns geschaffen, weil er mit uns Kontakt haben möchte. Und das ist mir so richtig ins Herz gestochen, dass ich gesagt habe, ich muss da was ändern. Ich möchte für Gott arbeiten, aber ich möchte die Beziehung zu meinem Vater wieder intensivieren. Und das ist mir sehr wichtig geworden, das möchte ich euch auch weitergeben. Falls ihr aktiv seid und so weiter, prüft euch. Man kann nicht 24 Stunden beten, das geht manchmal nicht. Manchmal muss man sich konzentrieren, manchmal, man kann aber, je mehr man es für sich umsetzt, man kann im Glauben wandeln. Man kann beim Spazieren gehen, in Gedanken, man kann im Gespräch, ja, man kann eigentlich Gott im Herzen, und das heißt, womit das Herz voll ist, geht der Mund über. Man kann mit dem Mund, man kann mit seinem Verhalten, mit Gestiken, mit Lächeln, mit Daten, man kann mit zu vielen Gott preisen. Das Gespräch ist aber ganz, ganz wichtig. Redet mit eurem Vater. Er wartet auf euch und er möchte mit euch reden. Und es ist egal, ob ihr in 5 Gemeinden arbeitet und in 30 Diensten tätig seid und 20 YouTube-Kanäle habt und Gott möchte mit euch reden. Er möchte nicht euer Geld und eure Leistung und eure Bundessammlung, wie viel habt ihr heute gemacht und wie fleißig wart ihr?
Er möchte mit euch reden in erster Linie. Er möchte mit euch Kontakt haben. Deswegen haltet den Draht, betet, haltet auch mal eine stille Zeit, wo ihr einfach nur ihr mit eurem Gott alleine seid. Es heißt, Gott ist im Stillen und im Dunkeln. Macht einfach alle Gerätschaften aus. Gebt Gott einfach mal, fangt mit einer Viertelstunde an, einfach Viertelstunde in der Ruhe mit Gott einfach in einem Raum sein. Und achtet darauf, was passiert. Ich glaube, Gott wird es segnen. Bin ich mir fest davon überzeugt. Okay? Das wollte ich euch weitergeben. Das war so das Krasseste, was mir die Woche nahegegangen ist. Jetzt möchte ich das nächste Lied anspielen, denn die Zeit. Morgen geht es wieder los in der Arbeit. Und zwar möchte ich ein Lied spielen, was gewünscht worden ist. Mutig komme ich vor den Thron. Das passt super zu der Missionsarbeit. Viel Spaß mit dem Song von Urban Life Worship. Damit Sie später so flexibel sind wie heute. Die neuen Gut, die Altersvorsorgeprodukte brauchen wir nicht. Allein durch Gnade stehe ich hier vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. Erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir sein, ewig leben. Mein Herz erneut verdammt und Satan flößt mir Zweifel an. Hör ich die Stimme meines Herrn, die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Sein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Namen darf ich sein. Seht doch, wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft.
Diese Liederwunsch kommt von einem Bruder oder einem Geschwister. So groß ist der Herr. Ein König voller Pracht, voll Weisheit und Vollmacht. Die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihn nicht und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr, singt mit mir. Er derselbe Gott, als Vater, Sohn und Geist, den alle Schöpfung preist, als Löwe und das Lamm, als Löwe und das Lamm. So groß ist der Herr, singt mit mir. So groß ist der Herr, ihn preisen wir. So groß, so groß ist der Herr. Sein Name sei er.
Geschwister, wir kommen langsam zum Ende dieses heutigen Streams. Irgendwann hat alles mein Ende, die Wurst, aber auch Forrest's Streams. Nur haben sie keine zwei, sondern nur eine. Ich schaue gerade, ob es noch irgendwas gibt. Im Chat kurz durchfliegen, alles soweit in Ordnung. Das Bild, was ich nochmal zeige, ganz wichtig, lese es nochmal vor. Die Wunder der Bibel, das Reden und die Kraft Gottes, all das ist heute noch genauso verfügbar und real wie damals. Auch wenn wir manchmal nicht so viel davon merken. Das hat aber andere Gründe, da werden wir mal drüber reden. An einem anderen Stream. Uns fehlt oft nur der Mut, Neues auszuprobieren. Ganz interessant, als Jesus gewirkt hat, hat er viele Sachen gemacht, die nicht in der Bibel standen. Und sie waren trotzdem göttlich. Aber das ist mal eine andere Sache, da werden wir mal einen Stream drüber halten. Das ist nämlich ein interessantes Thema. Ja, zum Schluss kommt natürlich, wie gewohnt, erstmal, oh, das ist falsch.
erstmal, geh weg. Also erstmal möchte ich keinen schwarzen Bildschirm übertragen und auch kein solches Bild. Ja, der Schluss, es muss ja passieren, dass auf dem Schluss hin nochmal was schief geht. Also eigentlich wollte ich was ganz anderes zeigen, nämlich das Schlussbild. Das ist weg. Okay. Aber Forrest wäre nicht der Forrest, wenn er es nicht findet. Ah. Wir haben einmal das Schlussbild. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitmachen. Gott segne euch und Frieden. Wünscht euch das Team von GC, alle, die daran teilgehabt haben an dieser Sendung, von Bildmaterial bis Musik. Es steckt viel Arbeit drin und ich bin froh, dass mir Gott fleißige Helfer an die Seite gestellt hat. Ich möchte mich bei euch bedanken. Nochmal so. Und ihr wisst, das Lied, was gespielt wird, das GC-Lied. Ich muss wirklich mal die Schreiber, die Sänger anschreiben, ob wir nicht diesen Stream nutzen dürfen. Das Lied heißt Gott segne dich von Martin und Jennifer Pepper aus ihrem Album, wie passend, Generation. Ich wünsche euch Gottes Segen, den Frieden und die Liebe Gottes in euren Herzen und um euch herum. Gebt alles, was ihr kostenlos vom Herrn bekommt, kostenlos weiter und zwar in Mengen. Denn genau das ist unsere Aufgabe. Wir hören uns. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, macht's gut. Hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich wünsch dir Gottes Segen. Ich wünsch dir seine Nähe, seine Kraft. Ein reich erfülltes Leben, über dem die Hand des Höchsten wacht. Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust, dass du auch in Stürmen sicher und im Frieden mit dir ruhst. Ich wünsch dir diesen Segen. Ich wünsch dir Gottes Segen, Geborgenheit in Vater, Sohn und Geist, Glaube wie ein Feuer. Gottes Segen, entfalte alles, was du in dir spürst, die Dinge, die dir liegen, auch wenn du mal gewinnst und mal verlierst, wag neue Wege, probier dich einfach immer wieder aus, lass dich nicht verbiegen, lebe mutig, offen, geradeaus, ich wünsch dir diesen Segen. Mit Geist und Licht, Gott segne dich. Erhebe dich und fürchte nicht, denn du lebst vor seinem Angesicht. Gott segne dich. Manchmal ist die Hand vor unseren Augen gar nicht mehr zu sehen. Wir hoffen nur noch dieses Dunkel irgendwie zu überstehen. Doch kein Schatten, den wir spüren, kann das Licht in uns zerstören.